heading back to what used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane, life riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. How did I get caught? The walls are caving in. How come I got lost in this endless spin? Why do I feel so empty deep within? Where did I go wrong? Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Guten Morgen. Morgen. So, wir sind angekommen am Schaltenmeerener Mar. Stellplatz Wohnmobilpark Eifel. Ein ganz neuer Platz, ganz neu gemacht. Ja, sehr modern. Ja. Mit LCD-Anzeigetafeln, wie viele noch Plätze noch frei sind, unten schon bei der Einfahrt. Dann wird man sofort gescannt. Genau. Sanitären Anlagen, da gehen wir gleich nochmal reingucken. Ja. Geht alles über so eine Karte? Karte, genau. Mit Strom und Wasser und da wird dann alles abgerechnet. Man kann die Karte aufladen und kriegt dann nachher das Restguthaben zurückgebucht. Läuft alles über EC-Karte oder Kreditkarte. Ja, liegt direkt am Radweg. Ja, eine ehemalige Bahnstrecke ist das wohl. Geht bis Bernkastel-Kues. So, wir wollen jetzt mal zum Mar. Jo. Mal gucken, soll 15 Minuten von hier weg sein. Also du bist hier nicht direkt am Mar, der nee. Stellplatz, nee. Aber so ein bisschen hochgelegen. Sehr schön. Sehr schön. Plätze sind groß genug. Plätze sind sehr groß. Deutlich aber größer wir nachher als noch mal zeigen gestern. Noch, ne? Ja, ja, natürlich. Gut. Wir machen das alles nochmal in schön. Ja. Jetzt erstmal nur mal so vorab, dass wir da sind. Ne? Genau. Gut, dann lass uns mal zum Mar gehen. Platz für alle, die mit dem Wohnmobil, Wohnwagen kommen wollen. Ist aber sehr eng, würde ich sagen. Voll. Ja, ist vielleicht. Ich glaube, das sind die alle im Moment.
Vielleicht auch für Dauercamper. Ich habe keine Ahnung. Guckt mal rein. Auf jeden Fall gibt es sowas direkt am Mar. Genau. Minigolf, Tretbootverleih, Badeanstalt, Pommes, Currywurst, Mayo. Ihr kriegt da alles. Wir versuchen jetzt mal um den See herumzulaufen. Ich glaube, so direkt dran kommst du gar nicht so wirklich, ne? Nee, da kommst du nur an der Badeanstalt direkt dran oder vom Campingplatz aus. Und ja. So Natur. Muss doch jeder dran können, eigentlich. Schön gestärkt mit einem Buttercroissant, mit einer herrlichen Aussicht am Schalkenmeerener Mar. Oh, hab ich das richtig gesagt? Ja, ich staune. Langsam lernst du es. So, den, ich sag mal, den halben Mar haben wir. Kann man eigentlich gut laufen. Ja, ja. Alles asphaltiert, sehr schön gemacht. Man kommt nur nicht direkt ans Wasser. Ans Wasser, genau. Hier gibt es so ein paar, die tun das wohl. Aber klettern dann über den Zaun. Ja, der Zaun hier, die haben hier so einen Elektrozaun gespannt, vermutlich für die Schafe, damit die hier ein bisschen den Rasen mähen. Auf natürlichen, biologischen Wegen. Ne, ist ja okay. Schade, dass man nicht so richtig drankommt. Ach, Scully. Scully ist vorhin einmal abgestürzt und kam dann nicht mehr so richtig hoch. Da runtergesprungen? Ja, runtergesprungen. Also abgestürzt. Ja, naja. Da geht ja immer leicht. Ja, das ist wohl wahr. Aber auch hier muss ich sagen, sehr schön, auch wenn man nicht direkt rankommt, aber so die Umgebung, jede Menge schön. Guck mal, wir sitzen hier. Kann man das sehen? Sonnenblumenfeld. Ein Sonnenblumenfeld, herrlich. Herrlich. Ich bin zu lange mit den Kölnern unterwegs gewesen. Herrlich heißt das hier. Herrlich. Herrlich, herrlich. Pah. So, wir machen jetzt Pause zu Ende. Jo. Und gucken mal, dass wir jetzt zurückfinden. Ja. Ich hoffe mal, dass der Weg da... Das Wasser muss immer nur rechts sein, dann haben wir es. Mal gucken, was uns noch vor die Linse kommt. Ist schon gewaltig, oder? Wenn man das so sieht hier. Guck mal da, da hinten kann man das sehen. Da geht es so runter. Da ist der Krater. Der Krater von dem Vulkan.
Schon beeindruckend. Und heute alles grün, hä? Ja, die machen ja vor allem viel, bei den anderen Maren auch. Die renaturieren sie jetzt inzwischen wieder, der Naturschutzbund. Die teilweise trockengelegt wurden und zur Landwirtschaft genutzt wurden, werden jetzt wieder renaturiert. Und das, weil das ist ja auch alles Torfabbaugebiet und... Das ist Lava. Ja, aber in den Löchern, ich sag jetzt mal Löchern, in den Maren, manche gibt's ja, sind ja trocken, Torfgebiete und Feuchtgebiete und alles aber Naturschutzgebiete. Ja, sieht man hier auch, kommst du nirgendwo hin. Alles ja. Abgezäunt, eingegrenzt, wie auch immer. Wahrscheinlich, ja, Vorsichtsmaßnahme, ne? Weil der Mensch ist ja bekloppt. So, wir sind rum. Jo. Schöner Weg. Ja. Schon schön, ja, das stimmt. So, wir sind wieder am alten Bahnhof. Beziehungsweise auf dem Wohnmobilstellplatz. So, was wir heute noch machen, weiß ich nicht. Ich versuche jetzt mal einen Film zu schneiden. Und eine Kleinigkeit zu essen, oder Schatz? Jo. War lange nicht gemacht. Dann werden wir ja noch einen Tag länger bleiben. Oder? Ja. Also wir sind dann morgen den ganzen Tag auch noch da, da gibt es dann auch noch ein bisschen was zu gucken. Glaube ich. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht wird es auch nur ein Lucky Day. Ja. Schauen wir mal. So. Ich bin ein bisschen kaputt jetzt, ein bisschen. Ja, wohl auch. Gut was getan, ne? Ja, ein paar Kilometer gewesen. Also, bis später, wa? Jo. Aber mal tipptopp, muss man sagen, oder? Ja. Tipptopp. Duschen kostet 2 Euro extra. Ja. Toilettenbenutzung ist inkludiert. Inklusive. Okay. Nee, sehr gut. Behindertengerecht, alles tipptopp. Ballonfahrt hier an der, um den Magen. Schon faszinierend sein, so diese ganzen Augen. Na, guckst du, haben wir doch noch ein Highlight für heute Abend. Schönen Ballon. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Ein letzter Gruß. Ja. Es geht ab nach Hause. Ja, wir sind ja noch einen Tag länger geblieben am Schalkenmeeren am Mar. Ja, und gestern war so ein richtiger Faulenzertag. Da haben wir gar nichts gemacht. Haben wir ja gesagt, es wird ein Lucky Day. Ja. Ja, der Stellplatz selber ist richtig toll. Ja. Hochmodern, hatten wir schon erzählt. Sanitäranlagen, alles tipptopp. Entsorgung, Versorgung, alles spitzenmäßig. Die Plätze sind hier parzelliert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel drauf passen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ungefähr 30. 30? Ich glaube, da passen mehr drauf. Nee, ich meine, es sind 30 okay. Stück, die hier. Guckt mal rein bei Park for Night, da steht alles drin. Kosten oder das System? 12 Euro pro Tag. Es ist inklusive WC. Duschen kosten nochmal extra 2 Euro. Und Wasser kostet 1 Euro 100 Liter, glaube ich. Läuft alles über ein Automat am Anfang. Man checkt ein. Hast du die Karte da? Kriegt eine Karte, so eine Camper-Card. Da kann man Guthaben drauf buchen für Strom, für Duschen, wenn man duschen möchte und für den Eingang für die Toilette. Wobei es nur zum Eingang für die Toilette selbst ist umsonst. Das sind 2 große Gebäude, habt ihr ja gesehen, bei den Toiletten.
Man meldet sich hier an dem Stromkasten an mit seiner Karte dann, welche Steckdose man da hat, und dann wird das automatisch runtergezählt. Das ist ähnlich wie in Oldenzahl. Ja, so, jetzt habe ich den Restguthaben, was ich hatte, wieder auf die Karte drauf. Nachher beim Anmelden wird das alles, was ich da noch an Restguthaben auf der Karte habe, zurückgebucht. Plus das Kartenpfand 5 Euro. So, das war's. Funktioniert einwandfrei. Super. Also, ich kann ja, wir können den Platz auch nur empfehlen. Ja. Recht zentral zum Mar. Gibt auch eine Abkürzung hier noch, da bist du auch in 5 Minuten dann da und nicht eine Viertelstunde. Ja, Zentrum, alles gut. Ja. Uns persönlich hat es mal wieder richtig Spaß gemacht. Definitiv, definitiv. Und ich hoffe, hast du dir jetzt deine Schnüss hier bei mir an der Hose abgewischt? Ich hoffe, dass ihr auch soweit ein paar schöne Eindrücke von der Mosel, von der Saar und auch aus der Eifel bekommen habt. Ja, wobei die Eifel ja nochmal eine extra Reise wert ist. Ja, also, wir werden auch nochmal öfters zur Eifel fahren, definitiv. Ja. War unser erster Trip ans Mar. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt sagen soll, ehrlich gesagt. Nee, war sehr schön und ja, Wetter war ja super, hatten wir ja richtig Glück gehabt mit, wobei es halt zwischendurch ein bisschen zu heiß war, aber besser als Regen und kalt. Und ansonsten, ja, hat uns Spaß gemacht. Ja, und war sehr gut. Ja, vielen Dank nochmal an Birgit und Detlef, Brigitte und Ernst von Kastenwagenreisen bei Brigitte und Ernst für die super schöne, mega tolle Woche ganz am Anfang. Ja. Waren ein paar schöne Highlights dabei, wie ich meine oder wie auf wir meinen. Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank auch an alle Zuschauer, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr so viel kommentiert habt, dass ihr so viel geliked habt. Herzlichen Dank dafür. Und ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wir wissen es noch nicht. Das hängt davon ab, wie sich das alles jetzt so mit Corona-mäßig entwickelt. Ursprünglich war der Plan ja nach Spanien, aber beziehungsweise Portugal. Aber ich denke mal, das werden wir uns dieses Jahr schenken. Beziehungsweise im Winter. Ja, genau. Es geht ja um den Winterurlaub. Da werden wir dann, wie wir so sind, halt mal ganz spontan entscheiden, was wir da machen. Ja, ja. Ne, das ist, was auf jeden Fall noch kommt, sind ein paar Do-it-yourself-Videos. Da habe ich noch ein paar, die ich hier noch umsetzen wollte und möchte und werde. Ja. Das war's. Das war's für diese Serie Sommerurlaub. Genau. Ja, bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Urlaub. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Tschüss. Tschüss und Glück auf. Tschüss.